dir so zuhören. Im Moment am Rednerpult ist Sebastian Roloff. Wir sind da aber noch weitergehen müssen. Die Arbeitsmarktpolitik wird einer der Lackmustests für die Glaubwürdigkeit der SPD sein. Und ohne eine glaubwürdige und stringente Arbeitsmarktpolitik werden wir nicht über 30% kommen, von 35% ganz zu schweigen. Die SPD muss sich mit den Lebensrealitäten auch von prekär Beschäftigten befassen. Das tut sie, das muss sie aber weiter noch verstärkt machen. Auch dem Niedriglohnsektor müssen wir uns verstärkt widmen. Und ich glaube, dass die Lebensrealität von Menschen, die in prekärer Beschäftigung sind und wofür eben leider auch die ein oder andere Reform aus der rot-grünen Regierungszeit mitverantwortlich ist, muss bei uns weiter in den Fokus rücken. Leiharbeit und Werkverträge sind ein ganz großes Problem im deutschen Arbeitsmarkt und viel des vermeintlichen Wirtschaftswachstums oder des vermeintlichen Wohlstandes wird von den Kolleginnen und Kollegen auf dem Rücken dieser Kolleginnen und Kollegen erwirtschaftet. Und wenn man sich fragt, was machen reiche Menschen, wenn sie Sicherheit haben, wenn sie ein bisschen was übrig haben, sie bauen zum Beispiel ein Haus, sie investieren in ihren Hausbau. Was tun arme Menschen, wenn sie Sicherheit haben, die sie oft nicht haben? Schwache investieren in ihre Kinder oder in den besten Fall in den sozialen Aufstieg ihrer Kinder. Und aber für diese Sicherheit braucht man auch ein Arbeitsverhältnis, wo man nicht täglich abgemeldet werden kann, wo man nicht sachgrundlos befristet wird, wo man kaum Kündigungsschutz hat und wo man deutlich schlechtere Bedingungen hat als die Stammbelegschaft. Es ist ein ganz zentrales Thema des Arbeitsprekariats, dem wir uns verstärkt widmen müssen. Und ich bin sehr dankbar für den Gesetzentwurf von Andrea, auch wenn immer noch ein bisschen mehr gehen würde in der Frage. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, möglichst früh zu einem verpflichtenden Equal Pay zu kommen, damit man wenigstens nicht schlechter bezahlt wird als die Stammbelegschaft. Man hat schon sowieso schlechtere Arbeitsbedingungen. Eigentlich müssten Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter besser bezahlt werden, weil sie flexibler sind als die Stammbelegschaft. Ich habe es gleich. Wir brauchen eine Höchstausleihdauer, 18 Monate bzw. 24 mit Tarifbindung, ist da das höchste der Gefühle. Ich glaube, wir müssen bei Leiharbeit auf den Arbeitsplatz abstellen bei der Begrenzung und nicht auf die Beschäftigung, weil sonst wird alle 18 Monate abgemeldet. Und bei Werkverträgen ist es gut, dass wir Informationsrechte für Betriebsräte bekommen. Echte Mitbestimmung wäre noch besser. Lasst uns diesen Weg weitergehen, damit die Menschen, die unsere Hilfe brauchen, sie auch bekommen. Vielen Dank.